Hallo Freunde des Waldes, hier ist Buschkraft Eddy zusammen mit Ben. Eine neue Folge kommt heute, Talk oder am Tarp. Ich möchte euch heute mal meine French Press und meine Kaffeemühle von Helikontex vorstellen. Ich werde auch gleich frischen Kaffee machen, zubereiten und natürlich mit euch zusammen eine schöne Tasse Kaffee trinken. Ich erzähle euch etwas ein bisschen darüber. Ich benutze die sehr häufig bei mir in meinem Camp, wenn ich im Wald bin. Und wie ihr wisst, bin ich absoluter Kaffeeliebhaber und ja, ich denke mal, es ist an der Zeit, euch einfach mal zu zeigen, wie das funktioniert, worauf man da auch achten muss, damit der Kaffee richtig gut schmeckt. Und ja, heute habe ich hier ein Diamond Setup. Ich habe euch mal erspart, wie das aufzubauen geht. Gerne hinterlasst mir in den Kommentaren, wenn ihr das mal sehen wollt, unterschiedliche Tarp-Aufbauten. Aber jetzt lasst uns erstmal starten mit den Sachen, die ich euch zeigen möchte. Bis gleich! So, erstmal den Buschkraftgürtel abmachen. Und ja, ich bin ganz glücklich. Ich habe auf dem Weg hierher habe ich eine frisch gefällte Birke gefunden. Ben ist auch ganz begeistert. Nicht anknabbern, nein. Und daraus möchte ich mir einen neuen Kaffeelöffel schnitzen. Da würde ich euch dann auch gleich natürlich mal mein Schnitzwerkzeug, hallo, zeigen. So, jetzt! Also, das ist dann ein nächstes Video, aber so eine frisch gefällte Birke, das ist immer super. Da kann man dann gleich, wenn das Holz noch relativ feucht ist, kann man dann gleich anfangen und dann ist das nicht ganz so hart. Wobei Birke lässt sich ja gut schnitzen. Und Ben ist auch ganz begeistert, er denkt, er kann das jetzt zerknabbern. Geht aber nicht. Hörst du? Nein. Ja, so. Erstmal hier die Sachen rausholen. So, in meinem Rush 100 habe ich meine ganzen Kochsachen. Komm mal hierher. Ja, ach so, ja, ja, er hat ja, wie vor haben wir es? Na gut, okay. Er kriegt jetzt erstmal seinen Knochen. Da hat er schon den ganzen Tag drauf gewartet. Wie man sieht. Ja, ja, geht ja los. So, da, bitteschön. So. Weg ist er. Also wenn es mal ein bisschen knuspert jetzt in der Nähe, dann wisst ihr, das ist Ben, der knabbert jetzt seinen Knochen. Da freut er sich den ganzen Tag drauf. Unten im Rush 100 habe ich meine ganzen Kochutensilien. Die zeige ich euch alle gleich im Detail. Ja. Die hole ich jetzt mal alle mal erstmal raus in Ruhe und dann werden wir uns das ganz gemütlich ansehen, was denn hier so alles dann Programm ist. So. Jawohl. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt gut sehen. Ich fange mal gleich an mit der French Press von Helikontex. Die kommt in so einer schwarzen, leichten Tasche. Ist schön festzuzurren und ist auch luftdurchlässig, was ich ganz gut finde, wenn die mal feucht ist, die French Press. Das heißt also, sie kann gut trocknen da drin und das ist auch ganz schnell getrocknet, falls dieses Täschchen mal nass wird. Also das ist optimal. Die French Press selber kommt im eloxierten Aluminium in Grau. Die Griffe haben hier eine Gummierung, sodass du dir deine Flossen nicht verbrennst, falls mal wirklich richtig heiß wird. Der Becher umfasst 600 ml und hat eine Maße von 9,5 x 9,5 x 12,5. Gut finde ich die Skala hier, sowohl außen als auch innen. Dann weißt du, wie viel Wasser du eingefüllt hast oder einfüllen kannst und so weiter. Es ist sehr wertig, finde ich, verarbeitet, hält, auch wenn man so ein bisschen grobmotorischer ist, was immer ganz, ganz praktisch ist. Finde ich ja sowieso, ne? Also es, Ausrüstung, die man im Wald hat oder die man draußen hat, die sollte wirklich auch halten. Also es bringt einem ja überhaupt nichts, wenn man irgendwas mitschleppt und beim ersten Mal Gebrauch geht es kaputt. Das ist irgendwie auch blöd. Zu dem Deckel selber, also zu der French Press selber. Alle Teile sind abmontierbar. Du kannst sie auch in den Geschirrspüler packen. Ja. Das hier ist dann auch
in dem Bereich Edelstahl, also wenn du das jetzt abmontierst, hast du dann diese typischen drei Stücke. Einmal den Presser selber, wo das Wasser ja nachher durchgepresst wird. Da gibt es noch ein feineres Sieb, was dann auch die Kleinstpartikel auffängt und dann eben auch nochmal zur Befestigung den dritten Part, den einfach auf den Steg, jetzt muss ich erstmal gucken, dass das alles in der Mitte ist, einfach auf den Steg aufschrauben. So, das kannst du auch alles in die Waschmaschine, Quatsch, die Spülmaschine bollern. Das geht auch und dann ist das schon fertig. Also es ist super easy, super einfach und das zeige ich euch gleich in der praktischen Anwendung. Ganz tolles Teil. Mir gefällt es sehr. Ich habe das häufig mit dabei. Wie ihr wisst, ich bin ja ein absoluter Kaffeeliebhaber. Deshalb frischer Kaffee im Wald. Besser geht's nicht. So, kommen wir. Guck mal, habe ich schon abgemacht hier, zu der Kaffeemühle von Helikontex. Das ist Edelstahl. Finde ich eine sehr gelungene Sache. Die Maße sind 19 x 8 x 4. Ich finde das eine tolle Idee, dass man den Dreher hier befestigt an der Kaffeemühle selbst, denn so ein Ding geht schnell mal verloren. Ne? Also ist klar, geht schnell. Ich finde schön die Kupfervariante, also diese farbliche Variante, finde ich sehr angenehm. Kann auch Coyote braun sagen, aber ich sag mal Kupfer dazu. Im Grunde genommen besteht sie aus diesen Teilen, wenn man das so sieht. Also einmal den unteren Part, wo das Kaffeemehl aufgefangen wird. Da fällt schon die Hälfte raus hier. Die Kaffeemühle ist eine Keramikmühle, funktioniert wunderbar. Habe ich bisher noch gar kein Thema mit gehabt. Schiebst das untere Teil darauf dann. Der Deckel hier oben wird praktisch dann, nachdem du die Kaffeebohnen eingefüllt hast, raufgefeuert und dann drehst du. Ich finde das ist eine sehr gelungene Sache, sehr angenehm, ist toll zu transportieren, ist wirklich von der Form her sehr einfach auch zu reinigen. Auch eine tolle Variante. Und was wäre French Press und Kaffeemühle ohne Kaffee? Ich habe mich heute mal für den Schwarzmond von Merkur entschieden. Ich habe auch schon Speicherstadtkaffee genutzt. Mega lecker, kann ich euch empfehlen. Das hier ist jetzt von Roast Market. Ich fand diese Variante ganz, ganz toll, weil Geschmacksnote Nougat, Honig und Mandel. Und da ich der absolute Nougat-Fan bin, bin ich ganz gespannt, ob man den Nougat rausschmeckt. Das ist ja wie bei Wein oder Whisky, Gin oder sowas. Man hat da ja so sein Geschmäckle, ne? Und ich bin ganz gespannt. Das ist jetzt eine Crema-Röstung mit Bohnen aus Brasilien und Guatemala. Ich werde mich mal überraschen lassen, inwiefern das jetzt wirklich rauszuschmecken ist. Wird heute das erste Mal aufgemacht. Premiere! Meine Variante heute, wie ich mein Wasser zubereite, ist mit der Buschbox. Und zwar meine Buschbox LF Titanium. Ich habe ja unterschiedliche Varianten. Ich habe auch Edelstahl-Varianten. Ich bin nachher letzten Endes bei der Titanium-Variante stehen geblieben oder geblieben, weil die natürlich sehr leichtgewichtig ist. Ja? Kommt in so einer schönen Lederbox und da ist das gute Stück. Ihr habt das auch schon viel bei mir gesehen in meinen Videos, wenn ihr sie gesehen habt. Die LF ist grandios. Ja, ich habe sie hier in einer, jetzt kriege ich sie nicht raus, in einem Einschub. Das heißt also, das ist auch nochmal eine Titanium-Variante. Dieser Einschub soll einmal, wenn du sie drin stehen hast,
dafür sorgen, dass eben halt herunterfallende Glut oder sowas da rauffällt, finde ich eine gute Idee. Du kannst aber auch das Ganze zum Feuerstarten nutzen. Ja, einfach hier die Seite zum Feuerstarten und zack, hast du das nicht auf dem Boden oder sowas, was du das machen musst. Oder du kannst das auch nehmen auf der anderen Seite zum Schneiden von Gemüse oder so. Ja, tolle Idee, finde ich gut. Will ich meine Hobos auf den Boden stellen? Habt ihr bestimmt auch schon mal diese Matte gesehen? Das ist meine Lötmatte, die ich auch, glaube ich, seit Anfang an nutze. Fast seit Anfang an. Und sie ist ein liebgewonnenes Accessoire. Und ich kann sie euch ans Herz legen, weil diese Matte schützt den Boden, den Untergrund des Waldes. Einfach auf den Boden legen, wenn ihr habt, den Einschub nutzen. Die fantastische Bushbox LF aufklappen. Ich finde ja diese Scharniere fantastisch, ne? Also das ist wirklich ein krasses Teil. Und dann die Bushbox auf den Einschub stellen und fertig. Warum mache ich das mit dieser Lötmatte? Alle Links seht ihr unten, ne, bei mir. Die könnt ihr gerne über den Link dann anklicken und dann euch auch zulegen, wenn euch das überzeugt. Warum eine Lötmatte? Ich habe die Einstellung, ich bin Gast im Wald. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, den Wald so zu hinterlassen, wie ich ihn noch vorgefunden habe. Denn vielleicht möchte jemand anders das genauso nutzen wie ich. Und er freut sich, wenn der Wald so schön ist und bleibt. Und ich freue mich auch darüber, denn ich bin immer der Überzeugung, wir alle haben was davon, wenn wir ihn, also die Natur respektvoll nutzen und dementsprechend jedem auch die Möglichkeit bieten, die Schönheit der Natur zu erkunden und zu nutzen. Und da sollten wir dann keine Spuren hinterlassen. Also, weiß Bescheid. Das fände ich schön, wenn ihr das auch genauso umsetzt. Nutzt die Natur, aber hinterlasst sie genauso, wie ihr sie auch wieder vorgefunden habt. Okay. Meine perfekte Lötmatte liegt jetzt auf dem Boden. Meine Bushbox LF steht. Was fehlt? Ach ja, heute meine Variante ist die Variante mit Spiritus. Da habe ich den Trangia-Kocher, den kennt, glaube ich, auch irgendwie jeder. Ja, der hat einen Deckel zum Steuern der Flamme, genauso wie einen Deckel zum Zuschrauben. Und da kommt dann der Spiritus hinein. Was ich eben halt auch schön finde, ist, dass man in die LF diese Stege einbauen kann, sodass man dann erhöht den Trangia-Kocher hineinstellen kann. So, das werde ich jetzt mal machen. So, zack. Und dann baut man das da ein und dann tada, hat man es. Ja. So, das zeige ich euch nochmal. So sieht das dann aus. Ja, zum Transport. Ne? Ich nehme diese Trangia-Flasche. Du kannst natürlich auch jede andere Flasche nehmen. Was ich eben gut finde, ist, du kannst sie gut verschließen. Ich habe meine Trangia-Flasche aber auch noch in einer zusätzlichen Plastiktüte, weil ich definitiv gar keinen Bock darauf habe, dass der Spiritus in meinem Rucksack sich verteilt und das ist richtig eklig. Deshalb habe ich es noch extra geschützt. Aber theoretisch bräuchte man was bei dieser Flasche nicht. So, jetzt werden wir das mal einfüllen. So sieht das dann aus. So, gut. Wieder schön verschließen, damit nichts weiter rauskommt. So, siehst du wohl. Und dann haben wir das schon mal gefüllt. Sehr schön. Zack.
So, was jetzt natürlich noch fehlt, ich nehme als Wasserkässchen immer oder ganz, ganz häufig, das habt ihr auch schon ganz häufig gesehen, mein Esbit-Kässchen. Das ist auch eloxiertes Aluminium und ich liebe ihn. Ich glaube, den habe ich auch schon seit Anbeginn dabei. Halber Liter Umfang finde ich super praktisch. Auch hier ist der Griff gummiert. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das Ganze über dem Feuerchen macht. Aber bisher hat es gehalten bei mir. Also schön auf das Kässchen aufpassen. Und wenn du das jetzt dementsprechend schön warm machen willst, das Wasser, tada, ready. Also, dann lass uns doch mal starten. Ich hole mal mein Wässerchen. Na Ben, alles klar? Oh, Dicky. So, warte. Ich brauche mein Wasser. Wo ist es denn? Da. Da nehme ich immer die Außentaschen für mein Wasser. Das passt nämlich perfekt da rein. Von dem Rush 100 jetzt. Ne? Ich habe ja den Rush 100 hier dabei. Den nutze ich ja auch in letzter Zeit unglaublich viel. Warum? Weil ich diese Aufteilung so geil finde. Und ich mag auch gerne das Tragesystem. Also bei mir ist das Tragesystem perfekt. Ich mag das. So, Wasser einfüllen. Noch. Und dann muss ich noch das Ganze starten. Wo habe ich denn meinen Anzünder? Da. Gut, da ist er. Das hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Mein super duper Feuerstarter. Kesse ich hier nochmal zur Seite. And action. Ja. Hat gefunzt. Sehr schön. So, ihr seht, die Flamme kommt. Ach, ist schön warm. Heute sind nur 2 Grad. Es ist ein wunderschönes Wetter, aber es ist auch kalt. So. In der Zeit, wo jetzt das Wasser warm wird, werden wir uns das leckere Käffchen machen. Oh, das riecht ja, boah, ist das gut. So sieht's von dichtem aus. Ganz schön, nicht? Ja. Einmal, wie schon gesagt, werden die Bühnchen in die Kaffeemühle hier gepackt. Das kannst du variieren, wie du möchtest. Also du könntest 4 Tassen Kaffee mit dieser Mühle fertig machen. 4 Tassen ist eine coole Sache, finde ich. Also das reicht mir auf jeden Fall, um glücklich zu sein hier im Wald. Ich mache mir jetzt 2. Das kriegt man nachher auch raus. Ne? Also du musst dann dementsprechend lange deine Kaffeemühle bearbeiten, wenn du da ordentlich das voll packst bis oben hin. So, Deckelchen rauf. Und jetzt ist Arbeiten angesagt. Und zwar drehen. Auf geht's. So, nach getaner Arbeit merkt man dann, dass keine Bohnen mehr zu mahlen sind. Alter Schwede, das geht auch schon so ein bisschen in den Arm. So, da kannst du mal nachgucken. Alles wäsch, alles weg, ja. So, und dann hat man... Wahnsinn. Oh, das riecht... Oh, so. Jetzt müsste es YouTube geben mit Geruchssensoren, ne? Also, oh, das riecht ja super. Hammer! Ich zeige euch das mal von der Nähe. So, seht ihr was? Ja, da seht ihr was. So, guck mal. So sieht's aus. Das Ganze wird dann in den Becher von der French Press eingefüllt. Zack.
So. Gut. Bisschen säubern hier. Wird natürlich zu Hause dann nochmal ordentlich abgewaschen und so weiter. So. Ja, das sind so diese ganzen schönen Vorbereitungssachen. Ich mag das ja gerne, ne? Diese Vorbereitung des Kaffees. Das ist alles so eine Art Ritual, ja? Wunderbar, diese Zeit zu haben, einfach etwas Schönes vorzubereiten und das dann zu genießen im Anschluss. Oh, ich liebe es, wirklich. Ich finde das super. So. Ich muss ja mal gucken. Ich habe ja auch was zu naschen mitgenommen. Nur wo habe ich es? Ach ja, ich weiß wo. Da, wo Ben liegt. Natürlich, da, wo Ben liegt, ne? Und selbstverständlich, Leute. My lovely Kuxa. So schön. Ja, immer noch. Gut, diesmal hat Ellie auch mitgedacht und hat sich ihren Löffel mitgebracht. Man mag es kaum glauben, es hat diesmal geklappt. Ja, so. Ja, Naschi. Das habe ich aus Sizilien noch mitgebracht. Das ist eine Delikatesse da. Hm. Ja, kandierte Mandeln. Hm. Leute, das macht süchtig. Super. Sieht so gut aus und schmeckt. Knusper, knusper. So. Hm. Das hört sich schon fantastisch an. Wichtig ist, im Grunde genommen, dass ihr nicht zu früh das gesamte Wasser einfüllt. Das hört sich schon mal gut an mit dem Wasser. Kann gleich losgehen, denke ich mal. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben jetzt das frisch gemahlene Kaffeepulver drin. Das Kaffeepulver braucht aber eine Zeit lang, um sich in Geschmack zu entfalten. Ist fertig, ja, sieht gut aus. Müssen jetzt noch ein bisschen warten. Nicht gleich das kochende Wasser einfließen lassen. Wir warten noch ein bisschen. Lassen das Wasser ein bisschen wieder sich beruhigen, Temperatur ein bisschen runterziehen lassen. Und dann werden wir erstmal nur ein bisschen einfüllen. Okay? So. So, das machen wir jetzt mal. So, dass es gerade mal bedeckt ist. Und jetzt lassen wir es etwas ziehen. Das brauchen nur ein, zwei Minuten sein, okay? Einfach ruhen lassen, damit diese Geschmacksnuancen besser rauskommen. Denn der Kaffee zieht sich jetzt mit Wasser voll. Und nach den zwei Minuten füllen wir es ganz auf, in der Höhe, wie wir es haben wollen. Wie gesagt, ich habe zwei Tassen gemacht. Das sind ungefähr 400 Milliliter maximal. Also, ne? Und dann werden wir das auch ruhen lassen, das Ganze. Und dann gibt es nachher lecker Käffchen. So. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus. Noch ein paar Minütchen. Beziehungsweise noch nicht mal ein paar Sekündchen. Ich nehme mir noch mal die sizilianische Delikatesse. Oh, lecker. So.
Und jetzt einmal alles einfüllen. So. Ziehen lassen. In der Zeit kann man hier noch ein bisschen aufräumen wieder. Habt ihr eben gesehen, wie rum ich den Deckel draufgelegt habe? Hier ist ja so ein gummierter Ring, ne? Den schrottet ihr, wenn ihr den Deckel praktisch mit diesem Gummiring auf das Feuer legt. Immer andersrum. Ein kleiner Anfängertipp. Ja, die meisten wissen es. Ich sag das gerne nochmal für diejenigen, die es nicht wissen. Denn wenn der gummierte Ring platt ist und du das transportieren willst, dann hast du ein Problem, weil dann nämlich der Spiritus ausläuft. So, schön festmachen, schön festzurren, wieder aufräumen, zack, fertig. Sehr, sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch euch frischen Kaffee macht, das würde mich mal interessieren. Und was für einen Kaffee ihr nutzt. Wie gesagt, ich bin immer glücklich für neue Tipps. Es gibt ja so viele tolle Kaffeesorten. Ich bin gespannt, ob jetzt diese Kaffeesorte meinem Geschmack entspricht. Ja, also ich denke, jetzt ist es soweit fertig. Das heißt also, wir werden jetzt die French Press nutzen, um den Kaffee nach unten zu ziehen. So, und jetzt geht's. Oh ja, schöne Farbe. Perfekt, schön dunkel. Ah, das sieht aber gut aus. So. Normalerweise nutze ich das ja, einen Kaffee mit Milch. Aber ich habe festgestellt, dass das nicht nötig ist. So. Dann wollen wir mal probieren. Dann sage ich mal Prost. Ich bin gespannt. Riecht gut. Oh. Es ist so fantastisch. Also diese selbstgemahlenen, frisch gepressten, im wahrsten Sinne des Wortes, Kaffees. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Nougat drauf schmecke, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich habe ich mir auch mit meinem Mandelcracker da irgendwie meinen Geschmack da jetzt vergeudet. Toll. Ja. Och, das ist ja. Also Leute, den Kaffee kann ich empfehlen. Also das ist ja wirklich wieder knackig. Also wirklich mega toll. Also jetzt habt ihr also gesehen, auch noch mal einmal hier in meinen Cracker. Jetzt mit dem Kaffee zusammen. Oh, der ist gut. Ich finde das so genial. Also man braucht wirklich keine Milch dafür. Ich bin ja eigentlich so ein Milchbubi, ne? Also ich brauche dann immer so den Strecker. Aber bei solchen Zubereitungen ist es einfach nicht notwendig, weil der Kaffee wenig von diesen Säuren hat. Also das ist so angenehm. Ich stehe voll drauf. Super cool. Wirklich gut. Ich finde, erhebt sich auch immer diese Stimmung. Ne? Es ist ja... Was machst du da? Also Leute, ich habe euch das jetzt gezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was für ein Vorteil das ist. Einmal diese French Press und einmal die Kaffeemühle. Beide ein super Team. Ich mag die beiden super gerne. Zusammen mit meinem kleinen Kässchen hier ist das eine schöne Kombination, um eben halt
sich ein schönes, frisches Käffchen zu machen. Ich nehme mal gleich noch ein bisschen mehr. Und in der Variante, wie ich es jetzt euch gezeigt habe, mit dem Spirituskocher in der Bushboss LF, macht es einfach auch Spaß, ne? Gut, so, ich werde jetzt noch mein Käffchen hier in Ruhe genießen. Ich hoffe, ihr konntet euch was rausziehen. Wie gesagt, alle Links sind unter diesem Video zu finden. Gerne schaut mal hin. Ich freue mich über einen Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren. Viele Zuschauer sind keine Abonnenten und ich bin noch ein kleiner Kanal. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mich unterstützt und gerne kommentiert und vielleicht auch Ideen habt zu neuen Videos. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr mal erklärt haben? Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit reinklickt. Auf jeden Fall wird die Serie weitergeführt und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit draußen in der Natur. Genießt das. Es ist was Besonderes, diese Zeit für sich selber zu haben. Und ich sage, bis bald im Wald. Tschüss, eure Ellie.